vielen Dank für die freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, als ich gebeten wurde, hier ein kurzes Grußwort zu halten, sind mir spontan zwei Beispiele eingefallen. In der Entstehungsgeschichte der Mobilkommunikation, als die Endgeräte von solchen Kästen immer kleiner wurden, kam in einem der Unternehmen die Anforderung oder der Kundenwunsch an, man möchte ein buntes Handy haben. So, technologiegetrieben haben sich die Ingenieure gedacht, wenn man ein buntes Handy haben möchte, dann muss man ein Farbdisplay machen. So sind die ersten Handys mit einem Farbdisplay entstanden. Der Kundenwunsch war allerdings, man möchte eine bunte Hülle haben. Dieses Unternehmen stellt leider jetzt keine Mobiltelefone mehr her. Ich hatte dann noch ein zweites Beispiel. Dieses Unternehmen, dieses Telefon, kein besonders gutes Telefon an Funktionalität, keine außergewöhnliche Kamera an Funktionalität, aber wunderbare Bedienung. Ja? Einfache Bedienbarkeit, einfach auf Kundenwünsche eingegangen. Jetzt möchte ich nicht ins selbe Horn blasen wie Herr Koch, wenn man es nicht besser machen, soll man es gut aussehen lassen. Ich möchte allerdings damit mehr verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass man die Handhabbarkeit und die Bedienbarkeit wirklich in den Mittelpunkt setzt. Diese Unternehmen sind heute erfolgreich. Und aus diesem Grund haben wir auch im Rahmen der Landesinitiative, wenn wir uns jetzt die Landschaft in Berlin anschauen, was ist denn das Besondere in Berlin? Das Besondere an Berlin ist die Vernetzung. Vernetzung ist wieder sehr, sehr vage formuliert, aber wir haben hier in Berlin tatsächlich vielleicht in Deutschland die einmalige Situation, dass wir Forschung mit Industrie vernetzen können, dass wir Start-ups mit etablierten Unternehmen hier haben, dass wir aber auch eine sehr ausgeprägte Kreativbranche haben, die wir dann auch mit Technologieunternehmen zusammenbringen können. Und genau dieser Aspekt, sowohl Vernetzen auf menschlicher, personeller Ebene, als auch Vernetzung inhaltlicher Ebene, das bringt auch Innovation und das treibt die Unternehmen voran. Und das ist auch unser Fokus in der Initiative und deshalb unterstützen wir auch solche Aktivitäten wie das World Usability Day heute hier. Wir haben das Thema Vernetzung und das Zusammenbringen von Kreativwirtschaft und Technologieunternehmen haben wir auch im Rahmen der Landesinitiative Projekt Zukunft mit dem Transfer-Coaching-Bonus unterstützt. Wir haben aber auch im Rahmen der Clusteraktivitäten IKT, Medien, Kreativwirtschaft, wollen wir auch diese Vernetzung zwischen Kreativ- und technologiegetriebenen Unternehmen weiter vorantreiben. Wenn Sie sich auch die Vernetzung und die Innovationskraft Berlins, auch wenn Sie das live mal erleben möchten, haben Sie die Chance, am 19. November werden wir begleitend zu dem IT-Gipfel der Bundesregierung mehrere IT-Hauptstadt-Touren organisieren, zu denen wir in gewählten Themengebieten wie Smart City, Health, Mobilität, aber auch Usability, werden wir eine Mischung aus Forschung, Startups und etablierten Unternehmen anbieten, wo Sie diese Unternehmen auch besichtigen können. Unter diesem Link www.berlin.de IT-Gipfel können Sie weitere Informationen
bekommen und von dort sich dann auch für die Touren anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Sollten Sie nicht schnell genug sein und die Touren schon voll, dann haben Sie die Möglichkeit, das auch im Internet über unsere Live-Schaltung am 19. zu erleben. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei den Organisatoren bedanken, die es ermöglicht haben, dass Sie heute alle hier sind. Und ich wünsche Ihnen allen eine sehr spannende Konferenz, eine intensive Vernetzung und es würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr hier treffen und wir das eine oder andere Projekt präsentiert bekommen, was aus diesen Diskussionen hervorgegangen ist und was wir entsprechend über unsere Initiative dann unterstützen können. Vielen Dank und Ihnen eine schöne, spannende Zeit.